Ooh, ooh. Oh, Tannehen, oh, Tannehen, weißt du das noch nicht? Das ist ein Bösemann. Der kommt zu den Kindern, wenn sie nicht zum Bett gehen wollen, und wirft ihnen Hände voll Sand in die Augen, dass sie blutig zum Kopf herausspringen. Die wirft er dann in den Sack und trägt sie in der Halbmond zur Atmung für seine Kinder hin. Die sitzen dort im Nest und haben krumme, krumme Schnäbel, wie die Eulen, damit picken sie der unartigen Menschenkindlein. Augen auf! O Tannehen, O Tannehen, weißt du das noch nicht? Das ist ein böser Mann, der kommt zu den Kindern, wenn sie nicht zum Bett gehen wollen, und wirft ihnen Hände voll Sand in die Augen. Augen, Augen, dass sie blutig zum Kopf rausspringen, die wirft er dann in den Sack und trägt sie in den Halbmond zur Atzung für seine Kinder hin. Die sitzen dort im Nest und haben Krume, Schnäbel wie die Eulen, damit picken sie der unartigen Menschenkindlein. Augen auf! Augen auf! Lauf! Lauf! Augen auf! Auf! Augen auf! Der Sandmann! Sag jetzt an! Thank you.
Der Sandmann hatte mich auf die Bahn des wunderbaren, abenteuerlichen gebracht, das so schon leicht im kindlichen Gemüt sich einnistet. Nichts war mir lieber als schauerliche Geschichten von Kobolden, Hexen, Däumlingen zu hören oder zu lesen. Aber obenan stand immer der Sandmann, den ich in den seltsamsten, abscheulichsten Gestalten überall auf Tische, Schränke, Wände mit Kreide, Kohle hinzeichnete.